Goldhagen Garden. Goldhagen Garden. Von Marco Göllner. Donnerstag, 8.26 Uhr, Växjö Polizeirevier. Morgen, Edmundson. Guten Morgen, Frau Friedlund. Mögen Sie einen Kaffee? Gern. Nun, es gibt einiges Neues in unserem vertrackten Fall. Zuerst zur Waffe. Es handelt sich tatsächlich um ein und dieselbe. Pershon wurde damit hingerichtet und auf Maya Beck wurde damit geschossen. Die deutsche Polizei hat sich gemeldet und mitgeteilt, dass in den letzten 3 Jahren 4 Heckler und Koch P8 aus den Beständen der Bundeswehr abhandengekommen seien. Allerdings können oder besser dürfen sie nicht sagen, wann und wo. Sie haben sich entschuldigt für die spärliche Auskunft, aber das ist alles an Informationen, was das zuständige Verteidigungsministerium zulässt. Das Phantombild unseres Verdächtigen, wenn Sie mal schauen wollen, ziert heute alle Titelblätter der einschlägigen Zeitungen. Mal sehen, ob sich jemand meldet oder... Ja, also schließlich muss der Mann ja irgendwo nächtigen und essen und aufs Klo gehen. Ja, vielleicht wird er ja erkannt. Die Telefonleitung steht. So, und nun zu unserem Einschreiben. Die Post gibt selbstverständlich nichts von ihrem Geheimnispreis. Nur auf schriftlichen Antrag und mit richterlicher Verfügung. Das habe ich veranlasst, aber es kann dauern. Unsere Leiche aus der letzten Nacht liegt in der Pathologie. Die Obduktion hat eben begonnen. Todesursache steht aber jetzt schon zu 90% fest. Ein Schuss ins Gesicht. Was wir gestern wegen des fehlenden Gesichtes, also wegen des fehlenden Einschusslochs natürlich nicht erkennen konnten. Wenn Sie mich fragen, kommt da am Ende eine 9mm Kugel zum Vorschein? Naja, die Spurensicherung fand am Tatort ansonsten nichts, was wir nicht schon kennen. Die Leiche muss woanders hineingeworfen worden sein, wurde weggetrieben und ist dann im Schilf hängen geblieben. Maya Beck hatte eine einigermaßen ruhige Nacht. Die Beamten sind noch bei ihr, können jederzeit mit ihr herkommen, wenn sie wollen. Und dann noch eine Info zu unserer Adresse aus dem Computer. Björn hat vom Grundbuchamt eine interessante Auskunft bekommen. Bei der angegebenen Adresse ist Per Johannesson als Besitzer eingetragen. Hat er wohl ein Haus? Muss so etwas wie eine Jagdhütte sein. Und wann haben Sie geschlafen? Von kurz nachdem ich Sie zum Hotel gebracht habe, bis eben. Sie sind aber von der sehr schnellen Sorte. Wenn Stockholm klopft, muss man zackig öffnen. Naja, um ehrlich zu sein, habe ich gestern noch mit Björn telefoniert und der ist eben erst ins Bett. Und? Wo fangen wir an? Moment. Das waren ganz schön viele Informationen für diese Tageszeit. Soll ich sie noch mal wiederholen? Nein. Lassen Sie mich nur einen Moment denken. 2 Leichen. Pershon und der schwedische Erbe. Wir fahren zu dieser Adresse und schauen uns diese Jagdhütte an. Und vorher bei Inga Johannesson vorbei. Ich will dieses Gedicht aus dem Safe sehen. Donnerstag, 9 Uhr, Växjö Hotel Hergard, Frühstücksraum. Guten Morgen, die Herren. Guten Morgen. Guten Morgen, Mr. Helme.
Ich habe gestern noch einige Recherchen betrieben und herausgefunden, dass es in Schweden ungefähr so viele Lindströms gibt wie Elche, nur dass man für die nicht diese schönen Schilder aufstellt. Da wir drei aber alle etwas mit Kunst zu tun haben, habe ich auch diese Möglichkeit mit einbezogen, bekam aber leider kein brauchbares Ergebnis. Bleibt uns also nichts anderes übrig, als diese Anwaltsgehilfin aufzusuchen. Und wenn unser Lindström nun gar nichts mit Kunst zu tun hat? Ich meine, er soll etwas lesen, also hatte er vielleicht etwas mit Schrift zu tun. Oder er ist in der Lampenbranche tätig. Haben Sie das auch gecheckt? Ich kann den Clown gar nicht sehen, den Sie frühstücken. Vielleicht gibt es einen Lindström, der sich gut mit Schrift und Sprachen auskennt. Ich meine, das Einzige, was in diesem Zimmer auch nur annähernd an etwas zu lesen erinnerte, war dieses Bild mit den Kringeln darauf. Mr. Geddes. Wenn Sie nachts immer so gute Ideen haben, sollten wir Sie öfter schlafen schicken. Ich bin gleich zurück. Wo wollen Sie hin? Er checkt noch mal kurz die Sprachwissenschaftler. Und wahrscheinlich auch heimlich die Lampenleuchten Lichtermacher. Donnerstag. 9.51 Uhr. Herrenhaus der Johannessons in der Nähe von Gimla. Ach, wissen Sie, wenn ich jede Immobilie meines Mannes kennen wollte, müsste ich wahrscheinlich ein halbes Jahr Urlaub nehmen und sehr viel reisen. Ich kenne den Namen und weiß, dass mein Mann dort unten ein Jagdhaus hat. Aber was habe ich mit der Jagd zu tun? Nein, ich kenne das Haus nicht und war noch nie dort. Sie meinen, es ist nicht ungewöhnlich, dass Sie es noch nie gesehen haben? Meinem Mann gehört halb Kronoberg. Sie werden seinen Namen in jedem zweiten Grundbuch finden. Und alle seine Objekte sind anscheinend sehr rentabel vermietet. Mehr weiß ich nicht. Frau Johannesson, darf ich sehen, was sich in dem Safe Ihres Mannes befand? Bitte. Das sind die Namen der Erben. Erben, ja. Was steht da? Lesen Sie selbst. Ist das die Handschrift Ihres Mannes? Ja, das ist sie. Dies ist eine Kopie. Wo ist das Original? Ich habe keine Ahnung. Frau Friedlund, hier steht der Name des vierten Mannes. Ich weiß. Frau Johannesson, kennen Sie einen dieser Männer? Seit gestern kenne ich drei dieser Männer. Wie meinen Sie das? Geddes, Hillmann und Paulsen waren gestern hier bei Ihnen. Gestern Abend, ja. Was wollten Sie von Ihnen? Sie wollten etwas über das Testament erfahren, weswegen Sie ja anscheinend eingeladen wurden. Und Sie zeigten Ihnen dieses Gedicht? Ja. Ich komme da nicht ganz mit. Was heißt das hier? Das ist das Testament, Edmundson. Der Grund, warum die vier Männer eingeladen worden sind. Sie sollten diesen Zettel bekommen, oder eher das Original. Und das befand sich höchstwahrscheinlich in Perschons Besitz. Ja, aber was ist das? Eine Botschaft, ein Rätsel. Das ist ein Spiel. Eines einer kleinen langweiligen Puzzle und die drei Herren sind wie die Kinder darauf angesprungen. Was haben Sie gemacht? Sie sahen sich das Musikzimmer meines Mannes an, untersuchten es, fanden aber nichts. Dann ist ihnen bewusst geworden, dass sie ohne diesen Lindström nicht weiterkommen würden. Nun wollen sie ihn aufspüren. Ja, und dann wiederkommen. Na, da werden Sie aber keinen... Warum, wenn ich fragen darf, warum helfen Sie den Männern, Frau Johannesson? Wie meinen Sie das? Naja, am Ende könnte doch dabei herauskommen, dass Ihr Mann seinen Freunden etwas von dem Vermögen vermacht, das nun Ihnen gehört. Ach, Sie kannten meinen Mann nicht, Frau Friedlund. Erstens helfe ich Ihnen nicht. Ich sehe mir das Schauspiel lediglich mit an. Zweitens sind diese Herren keine Freunde meines Mannes. Er hatte nämlich kaum welche. Es sind lediglich Geschäftsbekanntschaften. Und drittens, was das Vermögen betrifft, das gehört mir bereits. Wie meinen Sie, das Vermögen gehört Ihnen bereits? Mein Mann hat all seinen Besitz bereits vor 2 Monaten auf mich überschrieben. Seine Konten, dieses Haus und auch all seine anderen Häuser, inklusive derer, die ich noch nie gesehen habe. Einfach alles, bis auf seine Bilder.
seine Kunstgegenstände und all den anderen alten Kram, der ihm wichtig war, das hat er behalten. Aber wenn er die Häuser auf Sie überschrieben hat, dann müssten Sie doch als Besitzerin im Grundbuch stehen. Die Ämter arbeiten hier nicht so schnell, Herr Edmundson. Das müssten Sie doch wissen. Und manchmal werden Sie auch von der Realität überholt. Wieso hat Ihr Mann Ihnen alles überschrieben? Na, das weiß ich nicht. Und es interessierte mich auch nicht. Im Gegensatz zu ihm war ich nie an Besitz interessiert, sondern an ihm. Aber das ist schon sehr lange her. Eines Tages kam sein kleiner, schmieriger Anwalt und legte mir einen Zettel hin. Ich sollte ihn unterschreiben. Dann würde ich zur fast reichsten Frau Schwedens werden, hat er gesagt. Und? Haben Sie unterschrieben? Natürlich habe ich unterschrieben. Ich habe immer alles unterschrieben, was man mir hinlegte. Und ich habe nicht ein einziges Blatt davon durchgelesen. 40 Jahre lang nicht. Und ich sitze immer noch hier. Und Ihr Mann hat zu diesem Vorgang kein Wort mit Ihnen gewechselt? Er sagte, es sei das Einzige, was er mir noch geben könne. Es war wahrscheinlich so etwas wie späte Reue. Was glauben Sie, bereute er? Dass er mir nicht genug Liebe gab. Er wollte mich damals, ja, er wollte mich heiraten. Mir ein schönes Heim bauen. Ein Nest, aber es wurde ein Käfig. Ein sehr komfortabler, das gebe ich zu. Aber eben nur ein Käfig. Und seine Liebe wanderte von mir zu ihr. Zur Kunst. Einen anderen Geliebten hätte ich mich stellen können. Kämpfen. Aber versuchen Sie, gegen die Kunst zu kämpfen. Und immer kam ein neues Gemälde, kam ein neues Möbel, eine neue Antiquität. Und jedes Mal war er wie verliebt und musste es haben. Koste es, was es wolle. Besitzen wollte er es. Wie alles. Im Grunde hatte ich einen sehr glücklichen Mann, der sein ganzes Leben lang verliebt gewesen ist. Nur leider nicht mehr in mich. So gab er Ihnen mit der Überschreibung seines Besitzes alles, was er hatte, bis auf das, was er liebte, seine Kunstgegenstände. So ist es. Wo sind diese ganzen Kunstgegenstände? Das ist verschieden. Sehen Sie sich um. Die meisten werden sich wohl hier in diesem Haus befinden. Einiges hat er an öffentliche Museen ausgeliehen und einiges hängt sicherlich in seiner Wohnung in Stockholm. Er hat eine Wohnung in Stockholm? Eigentlich ist es eher ein Haus. Aber eine Etage hat er für seinen Aufenthalt in Stockholm benutzt. Sie waren nie dort? Doch, einmal war ich dort. Das war 1984 zur Aufführung von Zaun Zimmermann in der Königlichen Oper. Frau Johannesson, lassen Sie uns noch einmal zum Anfang zurückkommen. Was glauben Sie, soll den vier Männern von Ihrem Mann vermacht werden? Kunststücke. Kunststücke, die Sie meinem Mann einst verkauft haben, denke ich. Und Sie denken das auch. Sie haben das Gedicht gelesen, nicht wahr? Ja, das habe ich. Was meint Ihr Mann mit der Zeile, Sie sollen mir helfen, Gerechtigkeit walten zu lassen? Ich habe keine Ahnung. Wenn man das Gedicht wörtlich nimmt, sollen die vier Männer am Ende nicht nur etwas für sich finden, sondern auch etwas aus dem Besitz ihres Mannes und alles zurückbringen. Was kann er damit gemeint haben? Ich weiß es nicht. Ich bin interessiert an Theater und Musik. Aber mit stummen Gemälden und Möbeln kann ich überhaupt nichts anfangen. Die interessieren mich nicht. Sollen die Männer ihre heiß begehrten Kunststücke finden? Es amüsiert mich nur. Es ist wie bei diesen Ratten, die man in ein Labyrinth setzt und ihnen dabei zusieht, wie sie verzweifelt versuchen, den Ausgang zu finden, wo ein fettes kleines Leckerli auf sie wartet. Es ist Unterhaltung auf ziemlich niedrigem Niveau, wie mein Mann es liebte. Jeden Zauberer, jeden Taschenspieler hat er sich angesehen. Jeden Krimi, jede verschachtelte Geschichte gelesen, die er in die Finger bekam. Wenn er das Buch nicht nach der Hälfte aus der Hand gelegt hatte, war es ein gutes Buch. Meistens jedoch nannte er mir nach den ersten 100 Seiten einen Namen und bat mich,
hinten nachzusehen, ob diese Person der Mörder sei. Na, wenn nicht, hätte er das Buch weitergelesen und sich nicht um den Schluss gebracht, da ich ja nachgesehen hatte, aber er lag nie daneben. Mit Evening Habit, ist das Musikzimmer Ihres Mannes gemeint? So dachten wir ja. Würden Sie uns das Zimmer bitte zeigen? Ja, aber gerne. Wollen Sie auch zu den anderen ins Labyrinth? Vom Berufswegen halten wir uns eigentlich immer darin auf, Frau Johannesson. Donnerstag, 10.26 Uhr, Vexieu Hotel Hergard. Es gibt also nur einen Lindström, welcher sich mit Sprachen auskennt? Abgesehen von einem Englischlehrer und einem Dolmetscher, ja. Lehrstuhlinhaber für austroasiatische Sprachen an der Fakultät für Sprachen an der Universität von Uppsala. Professor Dr. Arian Lindström. Und wie können wir sicher sein, dass das unser Mann ist? Oh, ich habe dort angerufen und er ist nicht da. Er hat sich ganz spontan eine Woche freigenommen, angeblich wegen eines sehr wichtigen Forschungsauftrags. Also ist er auf dem Weg hierher? Wenn er zu Fuß gegangen wäre, vielleicht noch, ja. Da ich aber annehme, er hat ein modernes Verkehrsmittel benutzt, müsste er eigentlich schon seit 2 Tagen in der Stadt sein. Er hat Uppsala nämlich schon am Dienstag verlassen. Wieso war er dann nicht gestern bei der Testamentseröffnung? Vielleicht hat er wirklich einen Forschungsauftrag und ist einfach der Falsche. Nein, ich glaube, er ist unser Mann. Aber warum war er gestern nicht in der Kanzlei? Wenn er am Dienstagabend schon in der Stadt war, könnte er doch auch Pershon einen Besuch abgestattet haben. Und Pershon hatte das Original unseres Gedichts. Deshalb der kopierte Zettel in Johannessons Safe. Lindström hat Pershon umgelegt und das Gedicht an sich genommen. So wusste er schon, was Johannesson uns noch mitteilen wollte. Also brauchte er nicht am nächsten Tag in die Kanzlei kommen. Wenn er ein kluger Mann ist, und davon gehe ich aus bei einem Hochschulprofessor, hätte er viel weniger Verdacht auf sich gelenkt, wenn er gestern zur Testamentseröffnung gekommen wäre. Und wie soll er dem Rätsel nachgehen, wenn er sich nicht im Haus der Johannessons umsieht? Nehmen wir an, Lindström hat das Gedicht. Nehmen wir an, auch er hat einen guten Grund, hier zu erscheinen, wie wir alle. Und auch er will sein kleines, unsauberes Geschäft mit Johannesson bereinigen. Dann muss er, ob er will oder nicht, an Johannessons vertracktem kleinen Spiel teilnehmen. Er muss also lesen. Aber danach sind wir am Zug. Also ist er auf uns angewiesen. Es sei denn, er weiß mehr als wir und kennt schon das Ziel. Und das kennt er, weil Pershon es ihm gesagt hat. Scheiße. So könnte es sein. Er ist nicht auf uns angewiesen und will alles, was er am Ende des Regenbogens findet, für sich behalten. Das bedeutet, wir müssen schneller sein als er. Wenn er Pershon umgelegt hat, dann sollten wir sehr vorsichtig sein. Meine Herren, nehmen wir an, dieser Mann ist unser gesuchter Lindström. Dann kann er etwas lesen, was wir nicht lesen können. Und nehmen wir weiterhin an, dieses Etwas hat mit dem Zimmer zu tun, in dem wir waren. Dort gab es meiner Ansicht nach nur eine Sache, die zum Lesen getaugt hat. Das Bild zwischen den Lauten mit dem Zeichen darauf. Wir wissen, dass dieser Lindström was nochmal für eine Sprache beherrscht. Austroasiatisch, was immer das ist. Dann lassen Sie uns doch herausfinden, was austroasiatisch ist. Und ob dieses Zeichen auf dem Bild vielleicht austroasiatisch ist und was es dann bedeutet. Und wenn es nicht austroasiatisch ist, ist dieser Lindström auch nicht unser Mann. Mein Respekt, Mr. Geddes. Ich hab's ja gesagt, Sie hatten eine sehr klare Nacht. Und ich habe eine Idee. In 10 Minuten ist Abfahrt. Donnerstag, 11.14 Uhr, im Auto auf dem Weg zur Jagdhütte von Per Johannesson am Orsnensee. Ein schwarz gestrichenes Musikzimmer mit alten Gitarren an der Wand und einem leeren Bild. Was soll das? Ich weiß es nicht. Ja, und wenn Sie mich fragen, ist unsere Leiche von gestern Abend dieser Lindström? Das glaube ich auch.
Was sagen Ihre Kollegen? Die prüfen das zusammen mit den Kollegen in Uppsala und rufen zurück. Langsam blicke ich durch diese Geschichte nicht mehr durch. Es wird eigentlich nicht klarer, sondern immer nebliger. Ich finde, es wird etwas klarer. Die Männer wollen ihre Kunstwerke zurück, müssen dafür aber Johannessons Rätsel lösen. Und das Spielchen spielt man nicht mit, wenn es nicht um etwas sehr Wertvolles ginge. Und wenn wir das Gedicht wörtlich nehmen, werden die Herren am Ende noch etwas finden. Etwas, das sie zurückbringen sollen. Was glauben Sie, kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es ebenfalls ein Kunstwerk. Warum zurückbringen? Dann ist es von irgendwoher. Vielleicht gestohlen. Vielleicht. Das würde zumindest den Aufwand mit dem Versteck erklären. Vielleicht können wir herausfinden, was für ein Kunststück irgendwo vermisst wird. Sie glauben ja gar nicht, wie viel Kunst jährlich den Besitzer wechselt, ohne Rechnung oder Quittung. Wenn Sie davon eine Liste ausdrucken wollen, reicht dafür wahrscheinlich das Papier in ganz Kronoberg nicht aus. Es muss ungeheuer wertvoll sein. Wieso denken Sie das? Na, immerhin sind dafür schon zwei Menschen gestorben. Ja, und genau das muss unser Ansatzpunkt sein. Geddes, Hillman und Paulsen wollen ihr Erbe. Also suchen sie nach dem Ort, wo sich die Kunstwerke befinden. Inga Johannesson ist das völlig gleich. Ihr gehört bereits alles. Sie haben es gehört. Was hat sie von Kunst, die sie nicht interessiert? Wenn es so wertvoll ist, ja, dann kann sie es zu sehr viel Geld machen. Nein, man kann Kunst nicht einfach so zu Geld machen. Dafür muss man sich sehr genau auskennen. Ich denke, das weiß selbst Frau Johannesson. Vor allem kann man gestohlene Kunst so gut wie gar nicht zu Geld machen. Nein, es muss jemand Drittes geben, welcher ebenfalls des Rätsels Lösung will. Und dieser jemand hat Persson umgelegt und Lindström. Aber woher wusste er von dieser Angelegenheit? Ich meine, woher wusste er, dass Johannesson nach seinem Tod etwas sehr Wertvolles vermachen will? Sehr gut, Edmondson. Es kann nur jemand sein, der Johannessons Kunstsammlung kannte. Ein anderer Sammler zum Beispiel. Der würde die Kunst auch gar nicht zu Geld machen wollen, sondern ist an dem Kunstwerk an sich interessiert. Und wenn der rausgekriegt hat, dass Johannesson da etwas sehr Feines hat und dann vielleicht auch noch, dass Johannesson gedenkt, es nach seinem Tod zurückzugeben und somit der Gerechtigkeit Genüge zu tun, wie es in dem Gedicht steht, ja, dann ist das vielleicht sogar ein Grund, Johannessons Ableben etwas zu beschleunigen, sodass die Testamentseröffnung stattfinden kann und bevor die Erben antreten, sich das Testament zu beschaffen und dann die Erben, die ihm im Weg stehen, zu beseitigen. Edmondson, langsam werden Sie mir unheimlich. Ja, wenn Sie mich fragen, mir wird diese ganze Geschichte langsam unheimlich. Ein fanatischer Kunstsammler auf Beutezug und jedem, der sich ihm in den Weg stellt, wird ins Gesicht geschossen. Apropos Schießen, ich bin ja schon ganz gespannt auf diese ominöse Jagdhütte. Donnerstag, 11.30 Uhr, Herrenhaus der Johannessons in der Nähe von Gemla. Bitte. Vielen Dank. Aha. Die Antwort. Austroasiatisch nennt man die Sprachen, die im Nordosten von Indien und in Südostasien gesprochen werden. Das sind in dieser Gegend 157 Stück. 157 Sprachen? So steht es hier. Wer soll da denn durchfinden? Moment. Was machen Sie? Ich fotografiere unser Kringelbild. Mit Ihrem Handy. Wohin senden Sie es? An die Universität von Uppsala. So, weg ist es. An den freundlichen jungen Mann, der mir heute Morgen so bereitwillig Auskunft über die Abreise von Professor Lindström gab. Der ist nämlich sein wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und er hat vorhin versprochen, mir zu helfen, da mein alter Freund Lindström, den ich ja schon aus Schulzeiten kenne, nun leider nicht da ist. Sie sind ein sehr gerissener Mann, Mr. Hillman. Aus Ihrem Mund ist das ein wirkliches Kompliment, Mr. Paulsen. Danke. Aha. Ja, bitte? Ist angekommen, schön. Und? Lesen.
Es heißt lesen. Wie können Sie das so schnell wissen? Ich habe gehört, es gibt über 150 Sprachen. Eine Nordmundersprache ist es, aha. Und davon gibt es 10, aha. Und diese heißt Santali, aha. Und das ist so einfach, weil irgendein alter Inder extra für diese Sprache ein eigenes Alphabet entwickelt hat, aha. Ich wiederhole das wegen meiner Kollegen hier, ja. 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 Also wenn man Sie fragen würde, was sehen Sie auf diesem Bild, dann würden Sie was antworten? Ja, das Wort lesen in Old Chicky oder Old Dingens oder einfach Old. So nennt man dieses Alphabet. Ja, gut. Wenn ich noch eine Frage habe, werde ich mich bei Ihnen melden, ja? Gut, vielen Dank. Dann sind wir in diesem Raum schon mal ganz richtig. Wie meinen Sie das? Na, Lindström sollte lesen und hier an der Wand steht das Wort lesen. Jetzt kommen Sie, Herr Geddes. Moment. Geddes ears will hear the key. Was gibt es in diesem Raum zu hören? Nun, ich höre nichts. Die Lauten, wenn man sie anschlägt. Ja. Und im Englischen bedeutet das Wort Key ja nicht nur Schlüssel. Sondern es bedeutet auch Tonart. Deshalb hat Johannesson sie jeden Abend gestimmt. Worauf warten wir? Also normalerweise haben Lauten aus dieser Zeit die Stimmung ADG, H-E-A. Es gab auch noch zwei andere, aber dies hier ist eine offene Stimmung. Das ist ein G-Dur. Ein D-Moll. Ein A, ganz klar, Dur. Machen Sie es doch bitte nochmal. Ein G-Moll muss das gewesen sein. Hat sich verstimmt. Und ein E, ebenfalls Moll. Und? Was heißt es? G-Dur, D-Moll, A-Dur, G-Moll, E-Moll. Toll. G-D-A-G-E. Gedage. Vielleicht die Abkürzung für guten Tag? Na, Mr. Paulson, den Clown vom Frühstück noch nicht verdaut. Read the wall heißt es. Und wenn wir annehmen von rechts nach links, dann kommt da das G, dann unser Kringelbild und dann D, A, G, E. Ja, das Bild gehört dazu. Die Sprache hieß Santali, dann stände dort Xantali Dage. Das ergibt keinen Sinn. G lesen Dage auch nicht. Wie hieß dieses Alphabet nochmal? Oh, Chicky oder Oh, Dingens oder einfach Oll. Genau, einfach Oll. O-L. Goldage. Ja, yeah. Gold, Gold Age, the Golden Age. Read the wall und hier an der Wand steht das goldene Zeitalter. Was soll uns das sagen? Und welches goldene Zeitalter ist gemeint? Ich verstehe nicht. Na, welches goldene Zeitalter soll damit gemeint sein? Das goldene Zeitalter ist ein Begriff aus der griechischen Mythologie. Das beschreibt die Zeit der Menschheitsgeschichte, als sich noch alles im Idealzustand befand. Die Urphase der Menschheit also, als noch alles gut war. Danach gab es sich goldene Zeitalter. Das goldene Zeitalter von Weißrussland, das von Litauen, das von Niederlande. Also, oder auch das goldene Zeitalter von Dänemark. Es beschreibt die Hochzeit einer Kultur. Auch das Ende des 19. Jahrhunderts, die sogenannte Gründerzeit, wird das goldene Zeitalter genannt. Das goldene Zeitalter von Dänemark endete übrigens mit Ihrer Geburt, Mr. Paulson. Oh, Sie hatten das gleiche zum Frühstück wie ich. Es gab noch das goldene Zeitalter des Tango, das goldene Zeitalter des Jazz. Sie sind sehr gut, Herr Geddes. Oh, Frau Johannesson. Goldage, Goldagengarten liegt am Außensee. Sie meinen, das ist ein Ort? So heißt das Jagdhaus meines Mannes. Donnerstag, 13.30 Uhr, Goldagengarten am Ostensee. Ach du meine Güte.
Wie ein Jagdhaus sieht das aber ganz und gar nicht aus. Wenn Sie mich fragen, eher wie ein Jagdschlösschen. Oder besser noch Schloss. Fahren Sie rechts ran. Wieso? Halten Sie. Und nun? Dort, unter der Weide. Ein Wagen. Na los. Diesmal ist die Überraschung auf unserer Seite. Ich gehe rum. Sie gehen vorne rein. Ja. Polizei, wenn Sie auch nur mit der Wimper zucken, zucke ich mit dem Zeigefinger. Aber was? Hinlegen! Aber ich habe... Schnauze! Hinlegen! Und ganz langsam. Ja. Machen Sie die Hände auf den Rücken. Gut so. Ich werde Ihnen nun ein paar Handschellen anlegen. Kommen Sie nicht auf den Gedanken, sich zu bewegen. Ist hier noch jemand im Haus? Nein. Und da sind Sie sicher? Ja. Falsch. Frau Friedlund? Ich bin hinter Ihnen. Gut. So. Aufstehen, Kollege. Dann wollen wir mal sehen, mit wem wir es hier zu tun haben. Herr Fernborg? Sie sind Schwede? Ja, so steht's ja wohl dort in meinem Ausweis. Diese Adresse in Malmö ist aktuell? Da wohne ich, ja. Was ist das für ein Ding? Das ist ein Satellitentelefon. Auf diese Handys mit ihren Funklöchern kann man sich ja leider nicht verlassen. Herr Fernborg, was machen Sie in diesem Haus? Aus- und Anlieferungen. Aus- und Anlieferungen. Was meinen Sie, wie viele Ihrer Kollegen ich schon nach Auslieferungen eingeliefert habe? Ich arbeite für die Spedition Bungert und Bose, spezialisiert auf Aus- und Anlieferungen, Umzüge, Einlagerungen. Rufen Sie doch meinen Chef an. Das werden wir, Herr Fernburg. Was haben Sie hier denn angeliefert? Wenn Sie mich fragen, sieht das Haus aus wie mein Kühlschrank. Kalt, weiß und nichts drin. Wir haben hier vorgestern das gesamte Inventar rausgetragen. Deshalb ist es leer. Wer hat das veranlasst? Herr Sibo Persson, ein Anwalt aus Växjö. Seine Anschrift steht in den Lieferpapieren, dort auf der Fensterbank. Ah ja, wir kennen seine Anschrift. Herr Fernborg, mein Name ist Hanna Friedlund. Ich bin vom Kommissariat aus Stockholm. Sagen Sie uns doch bitte, wo Sie die Sachen aus dem Haus hingebracht haben. Alle Sachen wurden nach Malmö ins Haupthaus gebracht und dann in alle Welt verschickt. Das verstehe ich nicht. Ja, wir hatten den Auftrag, am Dienstag hier anzurücken, alle Sachen zu verpacken, abzutransportieren und dann zu verschicken. Einige gingen direkt in Malmö aufs Schiff, der Großteil ging an UPS. Und Sie haben Herrn Persson hier am Dienstag getroffen? Ja, wir waren hier um 14 Uhr verabredet. Er kam, gab mir die Schlüssel, wir redeten kurz und dann fuhr er wieder. Wollen Sie mir vielleicht mal sagen, was hier eigentlich los ist? Herr Edmundson, ich glaube, Sie können Herrn Fernborg die Handschellen wieder abnehmen. Haben Sie eine Liste von den Dingen, die Sie abtransportiert haben? Nein, haben wir nicht. An allen Stücken hing ein Zettel mit einer Adresse. Wir kamen hier mit unserer Kartonage an, packten alles fein säuberlich ein, klebten die Adresse drauf und weg. Und was es war und wo es hingeschickt wurde, wissen Sie nicht. Wissen Sie, wir machen nicht in normalen Umzügen. Wir transportieren, sagen wir mal, im gehobenen Preissegment. Geld, Kunst, Antiquitäten. Wir ziehen zum Beispiel auch all die schwedischen Botschafter von A nach B. Unsere Kunden verlangen Diskretion und bekommen sie auch. Um was es sich dabei handelt, ist zweitrangig. Wichtig ist für uns nur, dass alles in dem gleichen Zustand an der Lieferadresse ankommt, wie es den Absender verlassen hat. Mit Herrn Persson haben Sie am Dienstag nicht mehr gesprochen? Nur am Mittag, als er hier war. Wenn Sie vorgestern alles aus diesem Haus herausgebracht haben, was machen Sie dann heute noch hier? Anliefern. Was haben Sie angeliefert? Steht in der Küche auf der Theke. Ein Globus. Ein Globus? Von wem ist der Globus? Wollen Sie mir nicht erst mal sagen, um was es hier überhaupt geht? Nein, wollen wir nicht, Herr Fernborg. Sie können jetzt all unsere Fragen beantworten und gleich nach Hause zurückfahren oder Sie kommen mit auf das Revier. Naja,
irgendwas kam mir bei diesem Auftrag schon seltsam vor. Also, der ganze Auftrag ist schon lange bezahlt, seit fast einem Jahr. Dieser Perschon kam nach Malmö, regelte alles mit dem Chef, gab ihm aber nicht die Adresse vom Absender, also die von diesem Haus hier. Irgendwann schickte er dann diesen Globus. Wir sollten alles raus aus dem Haus und den Globus rein, kurz und bündig. Dann rief Perschon ganz plötzlich am Montag an, gab diese Adresse durch und sagte, dass der Auftrag unbedingt am Dienstag durchzuführen sei. Ja, das haben wir dann gemacht. Aber, naja, den Globus hatten wir vorgestern schlicht und einfach vergessen. Also musste ich heute nochmal her. Was sollte mit den Schlüsseln passieren? Warum haben Sie sie noch? Die sollte ich, wenn das Haus leer ist, draußen in den Blumentopf legen. Das habe ich gemacht. Und da habe ich sie heute wieder rausgeholt. Was haben Sie aus diesem Haus abtransportiert? Also alles. Lampen, Teppiche, Sofas, einen schönen alten Sekretär. Aber hauptsächlich Gemälde. Hier, sehen Sie? Sie sehen noch die Ränder von den Rahmen an der Wand. Zählen Sie durch, müssen über 30 gewesen sein. Was waren das für Gemälde? Ich habe keine Ahnung. Moderne Kunst war es nicht. Auch kein Pop, kein Warhol oder sowas. Waren alte Schinken. Schiffe, Pflanzen, Menschen drauf. Ein paar Porträts. Wenn Sie die Gemälde sehen, würden Sie sie wiedererkennen? Ich denke schon. Ach, Herr Fernborg, kennen Sie diesen Mann? Nein. Sie haben noch keine Zeitung gelesen, nehme ich an. Heute noch nicht, warum? Wer ist das? Das wüssten wir auch gerne. Er ist unter anderem der Mörder von Sibo Perschon. Donnerstag, 14.02 Uhr, in einem Auto in Südschweden. Was sind Sie bloß für ein Idiot? Und ich hatte geglaubt, Sie wären Profi. Beruhigen Sie sich. Es ist mein Gesicht, nicht Ihres. Und es ist nicht mal besonders gut getroffen. Das interessiert mich einen Scheiß. Ihr Gesicht guckt heute jeden verdammten Schweden an. Von jeder verdammten Zeitung dieses scheiß Landes. Das heißt, die Polizei sucht nach diesem Gesicht und allem, was dem ähnlich sieht. Und da sie es nun leider nicht abnehmen können, müssen sie wohl weiter damit herumlaufen. Und das verursacht mir diesen verdammten Kopfschmerz. Und ich hasse diesen Kopfschmerz. Seien Sie gewiss, ich werde diese Sache bereinigen. Das will ich für Sie hoffen. Wer ist dieser Mann, den die Polizei aus dem See gefischt hat? Einer der Erben. Einer der Erben. Sie finden nicht, was ich heiß ersehne, und der scheiß Anwalt weiß auch nicht, wo es ist. Und alles, was er hat, ist dieses lächerliche Rätsel, das kein Mensch versteht, außer diesen vier Arschlöchern. Und Sie legen einen davon um? Was ist los mit Ihnen? Seit wann schießt man sich kurz vorm 100-Meter-Lauf selbst ins Knie? Dieser Mann aus dem See war absolut unkooperativ. Unkooperativ? Ich habe das Gefühl, Sie sitzen in einem Boot und haben einen der Mannschaft für immer tauchen geschickt, beide Ruder rausgeworfen und versuchen gerade verzweifelt mit den Händen zu paddeln. Um Sie zu beruhigen, ich habe alles im Griff. Einer der Erben paddelt für mich und so weiß ich bereits, wohin das Schiffchen steuert. Ich lausche Ihnen aufmerksam. Unser Mann hat ein Jagdhaus, südöstlich am Osnensee. Dort wird sich finden, was wir suchen. Gut. Wo sind Sie jetzt? Auf dem Weg dorthin. Gut. Sie werden keine weiteren Zeugen machen. Und Sie werden keine bereits gemachten zurücklassen. Ich habe verstanden. Wenn diese Sache beendet ist, schicken Sie die drei anderen Arschlöcher auch tauchen. Donnerstag, 14.20 Uhr, Goldagen Garden am Osnensee. Ich habe mit dem Büro gesprochen. Finsterberg hat in Herrgård angerufen. Geddes, Hillmann und Paulsen sind aber heute früh weggefahren. Suchen wahrscheinlich diesen Lindström.
Wenn Sie mich fragen, ein schwieriges Unterfangen. Geddes, Hillman und Paulson wollen an ihr Erbe und dafür werden sie einiges unternehmen. Ist ja auch eine gute Aussicht, etwas anscheinend sehr Wertvolles zum zweiten Mal verkaufen zu können. Wieso, glauben Sie, wurde das gesamte Haus ausgeräumt? Ich weiß es nicht. Und warum wurde das Inventar in die gesamte Welt verschickt? Ich weiß es nicht. Ja, und was soll das denn mit dem Globus? Das ist doch kein richtiger Globus. Der hat nicht ein Land darauf. Nur Malereien. Ich habe keine Ahnung. Ich habe so einen Globus noch nie gesehen. Aber er sieht nicht aus wie gerade mal an der Ecke gekauft. Vielleicht ist das Ding, um das sich alles dreht? Ich weiß es nicht, Edmundson. Na, vielleicht sind wir schon am Ziel und alle anderen suchen noch. Oder er ist gefüllt mit Diamanten oder sowas. Fühlt sich nicht so an. Ist zwar nicht leicht, aber auch nicht gefüllt. Sie haben recht, Edmundson. Womit? Irgendetwas muss dieser Globus mit der Sache zu tun haben, sonst hätte Johannesson bzw. Per schon nicht dafür gesorgt, dass er hierher gebracht wird. Warten Sie. Nehmen Sie die Kamera mit, geben Sie sie Björn, er soll alles über dieses Ding herausfinden. Alter, Herkunft, geschätzter Wert und so weiter. Fahren Sie zum Hotel und nehmen Sie das Foto unseres Killers mit. Fragen Sie, ob er dort gesehen wurde. Wer einen Erben umbringt, erledigt vielleicht auch noch einen zweiten. Finden Sie heraus, wo unsere drei Erben sich aufhalten und ordern Sie sie auf das Revier. Und fragen Sie in Uppsala nach, ob der Gentest schon existiert, damit wir endgültig wissen, ob es sich bei der Leiche aus dem See um diesen Lindström handelt. Moment. Sie wollen doch wohl nicht hierbleiben. Doch, es hat einen Grund, warum der Globus hier steht und nicht in Johannessons Herrenhaus bei Gemmler. Er ist ein Köder oder er ist das Ziel. Was immer er ist, jemand wird herkommen und ihn suchen. Also werde ich bleiben. Und wenn unser Killer kommt? Nein. Ich schicke Ihnen Verstärkung. Das werden Sie nicht. Wenn auch nur der geringste Verdacht besteht, dass die Polizei im Haus oder in der Nähe sein könnte, wird unser Besuch sofort wieder abdrehen. Schließen Sie die Haustür von außen ab und legen Sie den Schlüssel zurück in den Blumentopf. Holen Sie mich heute Abend ab. Parken Sie das Auto versteckt vorne am Weg und kommen Sie zu Fuß. Bevor Sie kommen, rufen Sie mich an und lassen es einmal klingeln. Ich habe das Handy auf lautlos. Nicht, dass es klingelt, wenn gerade der Besuch da ist. Wenn irgendetwas ist, rufe ich Sie an, nicht umgekehrt. Alles klar? Alles klar. Aber wenn Sie mich fragen, ist das viel zu gefährlich. Ich frage Sie aber nicht. Donnerstag, 14.53 Uhr, im Auto auf dem Weg nach Goldagen Garden. Jetzt ist es weg. Mr. Paulson, ich bin sicher, es war reiner Zufall. Vom Hotel bis hier raus? Nein, das wäre ein sehr langer Zufall. Mr. Paulson, Tausende von Autos fahren Tausenden von Autos hinterher an Tausenden von Tagen. Und es soll Leute geben, die den gleichen Weg haben wie Ihr Vordermann. Nein, irgendetwas stimmt hier nicht. Immer der gleiche, sichere Abstand. Immer gerade um die Ecke, wenn wir gerade wieder abbiegen. Dieser schwarze Volvo hat uns verfolgt. Jetzt ist er weg, also war es Zufall. Lassen Sie uns anhalten und warten, ob er vorbeifährt. Solange ich fahre, fahren wir auf direktem Weg zum Ziel. Lassen Sie uns anhalten und rauskriegen, ob ich recht hatte. Es dauert 3 Minuten. Wenn der Volvo nicht vorbeifährt, nehme ich alles zurück und entschuldige mich. Mr. Paulson. Geldes, sagen Sie doch auch mal was. Was tippen Sie da eigentlich die ganze Zeit in Ihr Handy? Meine Frau. Mr. Hillman, fahren Sie doch bitte rechts ran. Die 3 Minuten werfen uns auch nicht zurück. Oh Gott, 2 von der Sorte. Ist es so recht? Fahren Sie ein Stück vor, sonst kann er uns sehen. Haben Sie Ihrem Therapeuten von dieser Paranoia schon erzählt? Vielleicht werde ich das gleich nächste Woche machen. Vielleicht aber auch nicht. Mann, Gerdis, meine Oma ist ja schneller mit dem Ding als Sie. Schicken Sie einen Brief, der ist auch schneller. Ihre Großmutter hat also ein Handy? Ja, aber eins mit einer Wählscheibe. Da kommt ein Wagen. Es sprachen. Langsam blick.
blicke ich durch diese Geschichte nicht mehr durch. Peter Schiff. Lindström sollte lesen und hier an der Wand steht das Wort lesen. Jetzt kommen Sie, Herr Geddes. Philipp Moog. Sie meinen, das ist ein Ort? Gerlach Fiedler. Goldagengarten liegt am Außensee. Gisela Trove. Wenn wir das Gedicht wörtlich nehmen, werden die Herren am Ende noch etwas finden. Etwas, das sie zurückbringen sollen. Gabriele Leitloff. Solange ich fahre, fahren wir auf direktem Weg zum Ziel. Marco Göllner. Wenn diese Sache beendet ist, schicken Sie die drei anderen Arschlöcher auch tauchen. Hans-Werner Bussinger. Unser Mann hat ein Jagdhaus, südöstlich am Osnensee. Dort wird sich finden, was wir suchen. Udo Schenk. Ja, wir hatten den Auftrag, am Dienstag hier anzurücken, alle Sachen zu verpacken, abzutransportieren und dann zu verschicken. Lennart Krüger. Bitte? Jürgen Thormann. Donnerstag, 14.53 Uhr. Jochen Schröder. Sie hörten Goldagengarden. Teil 3. Thilo Schmitz.